Journals of Diane Land, fugitive retrieval section AD-2193. For months we had heard nothing of the man whose crime had brought us to the 20th century. Good morning, then. I'm glad you've come. Before we go in, these Geräte here, what you see sind vergleichbar is an adaptation of the equipment I use in my nuclear waste disposal project. Ich habe Sie hierher gebeten, weil Sie damals bereit waren, die Durchführung dieses richtungsweisenden Projektes zu finanzieren. Aber leider wurden diese Pläne ja zunichte gemacht. Vergessen wir die Geschichte. Denn heute habe ich Ihnen etwas weitaus Besseres zu bieten. Die Manipulation von Denkvermögen. Ich bin in der Lage, Menschen dazu zu bringen, zu denken und zu tun, was ich will. Wie? Ich habe jahrelang mit einer Chemikalie, die TXP heißt, experimentiert. Jetzt ist es mir gelungen, eine Variante dieses Stoffes zu entwickeln. Damit kann ich das menschliche Gehirn beeinflussen. Der Generator da hinter Ihnen strahlt elektromagnetische Wellen auf Delta-Frequenz. Treffen diese Wellen nun auf einen Menschen, der mit TXP injiziert wurde, kann ich ihn beliebig manipulieren. Hört sich ziemlich abenteuerlich an. Funktioniert das bei jedem? Auf diese Weise könnte man zum Beispiel die Gedanken von Politikern beeinflussen, von Wirtschaftsbörsen und so weiter. Und die Injektion dieses Wundermittels ist ohne besonderen Aufwand durchzuführen. Kein Problem. Doch TXP kann man auch in jedes beliebige Nahrungsmittel mischen, in Brot, Hamburger, was Sie wollen. Es ist geschmacksneutral und nicht nachweisbar. Dr. Esch, wenn das alles stimmt, was Sie behaupten, wozu brauchen Sie uns dann? Die Erfindung ist doch nicht voll ausgereift. Um eine länger anhaltende Wirkung zu erzielen, müsste ich einen zweiten Generator bauen. Und dazu benötige ich Kapital. Schön und gut. Nur woher wissen wir, dass Sie wirklich die Gedanken der Menschen zu beherrschen imstande sind? Primus Beweis. Tut mir leid, aber die Reaktion dieses betrunkenen Ex-Boxers ist kein überzeugender Beweis. Wenn Sie Geld von uns wollen, müssen Sie uns eine bessere Vorführung bieten. Nehmen wir einmal an, es gelingt mir, die Gedanken eines Mannes zu manipulieren, dessen Todfeind ich schon seit vielen Jahren bin. Ein Mann, der Polizist ist und als absolut zuverlässig und unbestechlich gilt. Ich vermute, Sie wissen, wen ich meine. Serien Lambert, an ihm werde ich die Wirksamkeit meiner Erfindung demonstrieren. Dr. Aisha, sollten Sie es schaffen, seinen Willen zu brechen, kommen wir ins Geschäft. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Dann führe ich Ihnen einen Darren Lambert vor, der Männchen macht und bereitwillig meinen Befehlen gehorcht.